Wo immer auf der Welt Menschen für ihre Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung auf die Straße gehen, Revolutionäre demonstrieren oder Veranstaltungen organisieren, sie berufen sich auf Lenin. Seine Bücher gehören weltweit zu den meistgelesenen. Obwohl sich die konkrete gesellschaftliche Wirklichkeit in den letzten 100 Jahren verändert hat, gibt sie bis heute eine grundsätzliche Orientierung für alle, die nach einer gesellschaftlichen Alternative zum Kapitalismus suchen. Für das Weltproletariat ist Lenin Wegbereiter einer sozialistischen Welt ohne kapitalistische Ausbeutung und Unterdrückung der Massen. Sankt Petersburg, genannt Petrograd, damals die Hauptstadt Russlands. Es ist der 25. Oktober 1917 nach alter russischer Zeitrechnung. Alle strategisch bedeutenden Punkte sind von den Rotgardisten besetzt. 21.45 Uhr, Donner ertönt. Die Geschütze des Kreuzers Aurora sind auf das Winterpalais gerichtet. Die letzte Festung der bürgerlichen Kerensky-Regierung fällt, als Soldaten und Rotgardisten den Regierungssitz, das Winterpalais, stürmen. Die siegreiche Oktoberrevolution leitet eine neue Ära in der Menschheitsgeschichte ein. Mit ihr beginnt die allgemeine Krise des Kapitalismus und der Übergang zum Sozialismus. Drei Jahre zuvor, 1914, bricht der Erste Weltkrieg aus. Daran sind alle damaligen imperialistischen Länder beteiligt, alte wie neu aufstrebende. Ganze Generationen junger Männer verbluten in den Schützengräben, erblinden bei Giftgaseinsätzen. Die Zivilbevölkerung hungert. Im rückständigen russischen Zarenreich ist das Elend besonders krass. Massenhaft sind Bauern zur Armee eingezogen worden, ihre Familien verhungern, an der Front fehlen Waffen und Lebensmittel. Unter der maroden Fassade der korrupten, feudalen Zarenherrschaft hat sich der Kapitalismus schnell herausgebildet. Russland ist eine imperialistische Macht und ein Bollwerk der Reaktion. Das zaristische Riesenreich vereinigt den kapitalistischen Imperialismus mit vorkapitalistischen Produktionsverhältnissen. Es ist das schwächste Kettenglied des imperialistischen Weltsystems. Mit der Entwicklung des Kapitalismus hat sich die Klasse der Lohnarbeiter herausgebildet, die, obwohl noch relativ klein, unter der revolutionären Führung der Bolschewiki zur entscheidenden Kraft der russischen Revolution wird. Die noch junge Arbeiterklasse ist in revolutionären Kämpfen bereits erfahren. Schon 1905 gab es Streiks, Massenkämpfe und eine Revolution, die aber mit einer Niederlage endete. Verfolgung, Unterdrückung, Verwirrung und Enttäuschung machten sich breit. Viele wurden nach Sibirien verbannt oder mussten, wie Lenin, fliehen. Aber die gesellschaftlichen Widersprüche spitzen sich weiter zu. Das gemeinsame Ziel aller fortschrittlichen gesellschaftlichen Kräfte muss zunächst die demokratische Revolution gegen die Zarenherrschaft mit ihrem Gewaltapparat und ausgeklügeltem Spitzelsystem sein. Das Jahr 1917 beginnt mit Massenstreiks, Hungerdemonstrationen und Bauernaufständen. Am 23. Februar, nach unserer Zeitrechnung der 8. März, geben die Arbeiterinnen der Baumwollspinnereien im Petersburger Industriegebiet Vyborg das Signal. Sie verlassen die Maschinen, ziehen Richtung Stadtzentrum und fordern die Belegschaften der anderen Betriebe auf, sich anzuschließen. 50.000 marschieren an diesem Tag. Frieden, Brot, Land sind ihre Losungen. Das Zarenregime lässt Kosaken auf die Massen schießen. Sie richten ein Blutbad an.
Aber nicht mehr alle folgen den Befehlen. Erste Armeeeinheiten meutern. Das Begräbnis der 1300 Opfer dieses Massakers wird zu einer gewaltigen Massendemonstration. 900.000 Trauernde marschieren durch die verschneiten Straßen. Immer und immer wieder wird die Hymne der Französischen Revolution, die Marseillaise und die Internationale angestimmt. Mit der Februarrevolution wird der Zar vom Thron gejagt. In Russland entsteht eine Doppelherrschaft. Auf der einen Seite die provisorische bürgerliche Regierung mit Kerenski in der Führung. Seine Regierung tastet den alten zaristischen Staatsapparat, seiner Armee, Polizei und Gerichte kaum an. Auf der anderen Seite stehen die demokratisch gewählten Räte der Arbeiter und Soldaten, die auf Russisch Sowjets heißen. Sie sind aus verschiedenen Gruppen von Arbeitern und Soldaten gebildet. Die Anhänger Lenins sind zu dieser Zeit in den Sowjets noch in der Minderheit. Lenin hat in seinem Schweizer Exil die revolutionäre Entwicklung in Russland intensivst verfolgt und über Zeitungen und Briefwechsel geführt. Anfang April kann er in einem verblombten Zug Deutschland durchqueren und nach Russland zurückkehren. Auf dem nördlichsten Bahnhof der Hauptstadt, dem finnländischen Bahnhof, empfängt ihn eine begeisterte Masse. In eiligst einberufenen Versammlungen klärt Lenin die drängenden Fragen. Artikel werden verfasst, Massendiskussionen organisiert. Lenin ist klar. Nur die sozialistische Revolution verändert die Macht- und Eigentumsverhältnisse von Grund auf und bereitet der kapitalistischen Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ein Ende. Er kennzeichnet die Eigenart der gegenwärtigen Lage in Russland im April 1917 als Übergang von der ersten Etappe der Revolution, die infolge des ungenügend entwickelten Klassenbewusstseins und der ungenügenden Organisiertheit des Proletariats der Bourgeoisie die Macht gab, zur zweiten Etappe der Revolution, die die Macht in die Hände des Proletariats und der ärmsten Schichten der Bauernschaft legen muss. Die demokratische Revolution kann nur die Vorstufe für die Fortführung der proletarischen Revolution zum Sozialismus sein. Sie ist notwendig, um demokratische Rechte und Freiheiten zu erringen. Politische Gefangene und Verbannte werden freigelassen, Parteien können offen auftreten, Zeitungen verbreitet werden. Ohne diese Möglichkeiten kann das Proletariat sich nicht im Kampf schulen, stählen, bilden und organisieren. Für die Bolschewiki geht es jetzt vor allem darum, die entscheidende Mehrheit der Arbeiterklasse zu gewinnen und die breiten Massen in den Kampf gegen die Kerenski-Regierung einzubeziehen. Denn diese enttäuscht in nur wenigen Wochen die Hoffnungen der Massen aufs Bitterste. Entgegen aller Zusagen führt sie den verhassten Krieg weiter. Im Interesse der Großgrundbesitzer verweigert sie die von den Bauern dringend geforderte Landreform. Die provisorische Regierung kann zeitweise Verwirrung und Desorientierung streuen. Die Lawine der revolutionären Bewegung kann sie nicht aufhalten. Wieder flammen Streiks, Massendemonstrationen und Bauernerhebungen auf. Von Juli bis Oktober 1917 beteiligen sich 3,5 Millionen Arbeiter an Streiks. Alleine in September und Oktober 2,4 Millionen. Die Streiks politisieren und revolutionieren sich. Von März bis Juni 1917 zählt man 2944 bäuerliche Kampfaktionen. Im September, Oktober weiten sie sich mit 3500 Bauernerhebungen zu einem regelrechten Bauernkrieg gegen Gutsbesitzer und Regierung aus. Im April gibt Lenin die Losung aus: Alle Macht den Räten. In systematischer und prinzipieller Überzeugungsarbeit gelingt es den von Lenin geführten Bolschewiki, die entscheidende Mehrheit des Proletariats zu gewinnen und das Bündnis mit den armen Bauern zu schmieden. Bei der Petrograder Konferenz der Betriebsräte im Juni 1917 schließen sich 75% den Bolschewiki an.
Im September 1917 ist die Mehrheit der Petrograder und Moskauer Sowjets auf die Seite der Bolschewiki übergegangen. Die Partei der Bolschewiki entwickelt sich zur Massenpartei. Ende 1916 haben die Bolschewiki in Petrograd 1.500 bis 2.000 Mitglieder. Im Juli 1917 bereits 240.000. Im heftigen Gewoge der gesellschaftlichen Auseinandersetzung nähert sich ab August 1917 eine Entscheidungsschlacht. Die Massen wollen und können nicht mehr in der alten Weise leben, die Herrschenden nicht mehr in der alten Weise regieren. Das kennzeichnet eine revolutionäre Situation. Die Machtfrage muss geklärt sein. Dazu hat Lenin zwei Monate zuvor die Schrift »Staat und Revolution« fertiggestellt. Darin legt er die von Marx und Engels entwickelten grundsätzlichen Standpunkte zur Rolle des Staates dar und entwickelt sie für die Situation am Vorabend der Revolution weiter. Nur wenn der bürgerliche Staat zerschlagen wird, kann eine neue Gesellschaft aufgebaut werden, die frei ist von den Machtstrukturen, dem Gewaltapparat, der Bürokratie und den Gepflogenheiten der Kapitalistenklasse. Das macht die Diktatur des Proletariats notwendig. Sie ist damals wie heute Schreckgespenst der bürgerlichen Welt und Gegenstand antikommunistischer Hetze. Lenin stellt in dieser revolutionären Situation fest, welche fortschrittliche Rolle sie beim Aufbau des Sozialismus hat. Der Staat ist eine besondere Machtorganisation, eine Organisation der Gewalt zur Unterdrückung einer Klasse. Welche Klasse aber muss vom Proletariat unterdrückt werden? Natürlich nur die Ausbeuterklasse, das heißt die Bourgeoisie. Nur so kann der Übergang zu einer klassenlosen Gesellschaft organisiert werden. Lenin weiter. Als Endziel setzen wir uns Abschaffung des Staates, das heißt jeder organisierten und systematischen Gewalt, jeder Gewaltanwendung gegen Menschen überhaupt. In unserem Streben zum Sozialismus sind wir überzeugt, dass er in den Kommunismus hinüberwachsen wird und dass im Zusammenhang damit jede Notwendigkeit der Gewaltanwendung gegen Menschen überhaupt, die Unterordnung eines Menschen unter den anderen, eines Teils der Bevölkerung unter den anderen verschwinden wird. Denn die Menschen werden sich daran gewöhnen, die elementaren Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens ohne Gewalt und ohne Unterordnung einzuhalten. Als die Kräfte zur Vorbereitung der proletarischen Revolution erstarken, beginnt die Kerensky-Regierung, die Revolutionäre massiv zu unterdrücken. Lenin soll vor Gericht gestellt werden. Zeitweilig muss er nochmals in einem Versteck im nahen Finnland untertauchen. Als Heizer verkleidet, wird er Anfang Oktober vom finnischen Lokomotivführer Jalava über die Grenze geschleust. In Petersburg rückt jetzt die Vorbereitung des bewaffneten Aufstands unmittelbar ins Zentrum. Die Entschlossenheit unter den Massen wächst, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Massenhaft desertieren Soldaten und schließen sich der Revolution an. Lenin erfährt, dass die Kerensky-Regierung heimlich Truppen von der Front nach Petersburg holen will, um die revolutionäre Bewegung niederzuschlagen. Er mahnt: Eine Verzögerung in der Aktion bedeutet den Tod. Im Smolny, dem Hauptquartier der Revolutionäre mit Lenin an der Spitze, werden Rotgardisten und revolutionäre Soldaten zusammengezogen. Noch in der Nacht rücken sie aus und verwirklichen die sorgsam vorbereiteten Pläne zur Besetzung der Telefon- und Radiostationen, der Brücken über die Neva und der Bahnhöfe. Am Morgen des 25. Oktober befinden sich alle strategisch wichtigen Institutionen der Hauptstadt in den Händen des aufständischen Proletariats. Kerensky flieht, seine Minister werden verhaftet. Der bewaffnete Aufstand hat gesiegt. Um 10 Uhr morgens gibt das Revolutionäre Militärkomitee den von Lenin geschriebenen historischen Aufruf heraus an die Bürger Russlands. Die provisorische Regierung ist gestürzt. Die Staatsmacht ist in die Hände des Organs des Petrograder Sowjets, der Arbeiter- und Soldatendeputierten, des Revolutionären Militärkomitees übergegangen, das an der Spitze der Petrograder Garnison steht.
Die Sache, für die das Volk gekämpft hat, das sofortige Angebot eines demokratischen Friedens, die Aufhebung des Eigentums der Gutsbesitzer an Grund und Boden, die Arbeiterkontrolle über die Produktion, die Bildung einer Sowjetregierung, die Sache ist gesichert. Es lebe die Revolution der Arbeiter, Soldaten und Bauern. Am darauffolgenden Tag wählt der 2. allrussische Sowjetkongress den Rat der Volkskommissare unter Vorsitz Lenins zur Revolutionsregierung. Schlag auf Schlag werden Gesetze oder Dekrete veröffentlicht zur Verstaatlichung der Banken, der Arbeiterkontrolle, der Trennung von Kirche und Staat, zur Einführung des 8-Stunden-Tags, zum Verbot von Kinderarbeit, zur Gleichstellung der Nationalitäten, zur Aufhebung der feudalen Ehe- und Familiengesetze, zum Mutterschutz, zur Aufhebung der Verbote von Schwangerschaftsunterbrechungen und Homosexualität, zum Verbot häuslicher Gewalt auch gegen Kinder und so weiter. Als allererstes aber verkündet die revolutionäre Regierung Dekrete über Land und Boden und über den Frieden. Denn noch tobt der Erste Weltkrieg. Jetzt richten die russischen Revolutionäre Friedensangebote an alle kriegsführenden Länder. Das weckt auch unter den kriegsmüden Massen in den am Krieg beteiligten Ländern große Hoffnungen. Die imperialistischen Kriegsparteien aber boykottieren die Friedensangebote. Sie wittern die Chance, gegen den geschwächten Gegner weiter vorzudringen und die Revolution zu ersticken. Um die Revolution angesichts eines überlegenen Gegners zu retten, muss die Revolutionsregierung Anfang 1918 im Frieden von Brest-Litowsk schmerzhafte Zugeständnisse machen. Sie bedeuten große Gebietsverluste an das imperialistische Deutschland. Lenin bricht mit dem Dogma verschiedener sozialdemokratischer Parteien der Zweiten Internationale, dass eine sozialistische Revolution erst möglich, erst erlaubt wäre, wenn die kapitalistischen Produktivkräfte in dem Land vollständig ausgereift sind und das Proletariat die absolute Mehrheit der Bevölkerung bildet. Auf dieser Grundlage diffamieren die Menschewiki die Oktoberrevolution als Putsch. Aber die Oktoberrevolution ist das Werk der Massen. Getragen vom Kampf Hunderttausender und unterstützt von Millionen Menschen, vor allem Arbeitern, Bauern und Soldaten. Die Bolschewiki vertrauen fest auf deren revolutionären Willen, sie führen sie und geben ihnen Orientierung. Lenins geniale Führung ermöglicht es, diese Macht zu entfalten. Willi Dickhuth, Vordenker und Mitbegründer der MLPD, schreibt zu Lenins Führung der Revolution: Lenin verwarf abstrakte Formeln, seine Taktik war beweglich, kühn und voller Risiko. Auch die Oktoberrevolution 1917 war ein großes Risiko, besonders deshalb, weil der Aufstandsplan kurz vorher von Sinowjew und Kamenew verraten worden war. Trotzdem scheute Lenin das Risiko nicht, weil er mit hellsichtigem Blick erkannte, dass der bewaffnete Aufstand unvermeidlich war und dem Kräfteverhältnis entsprechend siegen würde. Lenins Fähigkeit, die herannahenden Ereignisse in ihrer inneren Entwicklung rasch zu erfassen, sein Scharfblick zu erkennen, was jeweils getan werden musste, machte ihn zum genialen Organisator der proletarischen Revolution. Wie war ein solcher Erfolg möglich? Lenin wird am 22. April 1870 als Wladimir Iljitsch Uljanow in Simbirsk, einer Stadt an den Ufern der Wolga, geboren. Seine Eltern sind entschiedene Gegner des von feudalen Großgrundbesitzern verursachten Massenelends, der Rechtlosigkeit und Unwissenheit, mit der die oft noch leibeigenen Bauern von Kirche und Staat geknebelt werden. Der Hass gegenüber dem Zarismus wächst, als der älteste Sohn Alexander verhaftet und zum Tode verurteilt wird. Er hat sich mit einer anarchistischen Gruppe an einem Attentat auf die Zarenfamilie beteiligt. Der Tod des geliebten Bruders wühlt den damals 17-jährigen Lenin tief auf.
Er verstand sein Tun. So musste er eben handeln. Er konnte nicht anders. Aber Lenin sagte auch, man muss einen anderen Weg gehen. Noch als Schüler studiert Lenin revolutionäre Schriften der Zeit, vor allem das gerade ins Russische übersetzte Kapital von Karl Marx. Er begreift, dass die Arbeiterklasse aufgrund ihrer Stellung in Produktion und Gesellschaft die einzig konsequent revolutionäre Kraft ist, auch wenn sie in Russland zahlenmäßig noch eine Minderheit bildet. Deshalb übersiedelt er in das industrielle Zentrum des Landes nach St. Petersburg. Dort engagiert er sich für den Zusammenschluss von etwa 20 bestehenden kleinen Arbeiterzirkeln zum Kampfbund für die Befreiung der Arbeiterklasse. Dabei lernt er seine spätere Frau, Nadeschda Krupskaja, kennen, die ebenfalls in der revolutionären Arbeiterbewegung aktiv ist. Beide werden dafür mit Gefängnis und sibirischer Verbannung bestraft und müssen viele Jahre im Exil verbringen. Lenin verfolgt als proletarischer Internationalist in all den Ländern, in die ihn sein Leben als politischer Flüchtling führt, den Grundsatz, sich in der jeweiligen revolutionären Partei zu organisieren. So ist er zeitweise Parteimitglied in der Schweiz und der damals revolutionären SPD in Deutschland. Sein besonderes Augenmerk richtet er auf den Parteiaufbau in Russland. . 1898 wird die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands, SDAPR, gegründet. Bei ihrem zweiten Parteitag 1903 kommt es zu prinzipiellen Auseinandersetzungen um den Parteiaufbau. Die opportunistische Linie wendet sich gegen die führende Rolle der Arbeiterklasse und setzt auf ein Bündnis mit der bürgerlichen und kleinbürgerlichen Intelligenz und der aufstrebenden Kapitalistenklasse. Die Opportunisten vertreten, dass die Arbeiterklasse zahlenmäßig gesellschaftlich erst die Mehrheit bilden muss, um die sozialistische Revolution durchführen zu können. Dem widerspricht Lenin. Auch wenn die Arbeiterklasse zahlenmäßig in einem Land noch in der Minderheit ist, muss und kann sie die Führung im revolutionären Kampf übernehmen. Der wichtigste Bündnispartner in Russland muss die arme Landbevölkerung der Landarbeiter, der Klein- und Mittelbauern sein. Die opportunistischen Ökonomisten vertreten außerdem eine Beschränkung der Arbeiter auf wirtschaftliche Kämpfe zur Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen. Das ist Anbetung der Spontaneität der Arbeiterbewegung und bedeutet Unterordnung unter die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse und Verzicht auf den revolutionären Kampf. Lenin entlarvt die Ökonomisten als Reformisten und Schrittmacher des bürgerlichen Einflusses in der Arbeiterklasse. Die Mehrheit, die Bolschewiki, folgen auf dem zweiten Parteitag Lenin. Die Minderheit, die Menschewiki, halten an opportunistischen Positionen fest. Konsequent entwickelt Lenin in dieser Auseinandersetzung die Konzeption der revolutionären Arbeiterpartei als Kampfpartei. Dazu gehört der Plan zum Aufbau einer solchen Partei im ganzen Land. Mithilfe der von ihm gegründeten Zeitung, die als Zentralorgan erscheint, werden alle Revolutionäre bis in die entlegensten Winkel des Landes auf geheimen Wegen erreicht. Um die Zeitung herum baut sich eine feste Organisation auf. In seiner 1902 verfassten Schrift »Was tun?« betont Lenin die ausschlaggebende Bedeutung der Einheit von Theorie und Praxis und die besondere Rolle einer schöpferischen theoretischen Arbeit. Ohne revolutionäre Theorie kann es auch keine revolutionäre Praxis geben. Und dass die Rolle des Vorkämpfers nur eine Partei erfüllen kann, die von einer fortgeschrittenen Theorie geleitet wird. Zur Niederlage der russischen Revolution von 1905 hat Lenin nüchtern festgestellt: Noch sind die objektiven und subjektiven Bedingungen für den Sieg der Revolution nicht ausgereift. Sie wird in brutaler Unterdrückung erstickt. Die Stolypinsche Reaktion, benannt nach dem Premierminister des Zaren, wütet. 5.500 Revolutionäre werden standrechtlich erschossen, viele andere nach Sibirien verbannt oder müssen ins Ausland fliehen.
Bei den Menschewiki dringen Niederlagenstimmung und Zerfahrenheit vor. Das geht bis zum Liquidatorentum, also der aktiven Zerstörung der Partei und zur Diffamierung ihrer Führer. Standhafte Parteimitglieder werden aus den eigenen Reihen heraus denunziert und dem Tode ausgeliefert. Die Partei verliert fast 80% ihrer Mitglieder. Vor allem Intellektuelle verlassen die Partei, während die standhaftesten Arbeiter das Rückgrat des weiteren Parteiaufbaus bilden. Was lag dem zugrunde? Es gibt damals enorme Fortschritte in der industriellen Produktion und der Naturwissenschaft. Wegweisende naturwissenschaftliche Entdeckungen werden bekannt, wie die Röntgenstrahlen und die Radioaktivität. Darin liegt eine materielle Grundlage der damaligen weltanschaulichen Auseinandersetzungen bis in die Reihen der revolutionären Bewegung. Eine Flut positivistischer Theorien wird verbreitet, die zwar Einzelerscheinungen, aber keine Zusammenhänge und Wechselwirkungen erfassen. Der Empiriokritizismus ist der Versuch, Materialismus und Idealismus zu versöhnen. Er vertritt, dass die Welt zwar objektiv existiere, der Mensch sie aber nicht verstehen und erst recht nicht verändern könne. Angebliche Marxisten rechtfertigen damit ihre Kapitulation und machen sich zu Fürsprechern der Versöhnung mit dem Kapitalismus. Als weltanschauliche Streitschrift gegen das Liquidatorentum erscheint 1909 Lenins philosophisches Hauptwerk Materialismus und Empiriokritizismus. Darin verteidigt er den dialektischen und historischen Materialismus und entwickelt ihn weiter. In der Erkenntnistheorie muss man, ebenso wie auf allen anderen Gebieten der Wissenschaft, dialektisch denken. Das heißt, unsere Erkenntnis nicht für etwas Fertiges und Unveränderliches halten, sondern untersuchen, auf welche Weise das Wissen aus Nichtwissen entsteht, wie unvollkommenes, nicht exaktes Wissen vollkommener und exakter wird. So geht Lenin auch an die Erforschung der erheblichen Umwälzungen in der Welt, wie die Entstehung neuer imperialistischer Länder, heran. Das versetzt ihn in die Lage, die richtige Strategie und Taktik der Partei zu entwickeln. Die Liquidierung des Liquidatorentums ist die Voraussetzung für einen neuen Aufschwung der Revolution. Dazu gibt es auch mit Leo Trotzki immer wieder heftige Auseinandersetzungen zum Charakter der Partei. Trotzkis Vorstellung zu folgen, hätte den revolutionären Charakter der Partei zerstört. Er fordert innerhalb der Partei verschiedene Strömungen bis hin zu sich bekämpfenden Fraktionen zuzulassen und war aktiv beteiligt, solche aufzubauen. Das lehnt eine überwältigende Mehrheit in der Partei ab, woraufhin er verdeckt Fraktionen aufbaut und versucht, die Partei zu spalten. Um sich klar von den Menschewiki abzugrenzen, geben sich die Bolschewiki fortan den Namen Kommunistische Partei. In den 1920er Jahren setzen sich bei den kommunistischen Parteien die von Lenin entwickelten Prinzipien für die Parteien weltweit durch. Arbeit auf der Grundlage einer klaren ideologisch-politischen Linie. Organisationsprinzip des demokratischen Zentralismus, der die demokratische Initiative aller Parteimitglieder vereint mit dem einheitlichen Handeln der Partei. Politische Aktivität jedes Parteimitglieds statt einer Masse weitgehend passiver und nur zahlender Mitglieder, Kampfpartei statt Wahlpartei, Konzentration auf die Betriebe und Gewinnung der entscheidenden Mehrheit der Arbeiterklasse als führende Kraft der Revolution. Kollektive Analyse und Beschlussfassung über die Politik der Partei, systematische Verwirklichung und ihre Kontrolle entgegen einem Stil wortreicher Resolutionen, ohne eisern um ihre Umsetzung zu kämpfen. Rechenschaftspflichtige und kollektive Führungsgremien mit klar bestimmten Aufgabenstellungen. Auf zentraler Ebene war dies vor allem das Zentralkomitee. Die alte Sozialdemokratie war dagegen geprägt von individualisierten Führungspersönlichkeiten, die niemandem zur Rechenschaft verpflichtet waren. Lenins Prinzipien sind bis heute Grundlage und Maßstab für den Aufbau einer marxistisch-leninistischen Partei und werden auch von der MLPD angewandt und ständig weiterentwickelt.
Die marxistisch-leninistische Partei entwickelt sich als ein lebendiger Organismus in Stufen und Perioden des Parteiaufbaus. Sie muss sich mit jeder wesentlichen Veränderung im Klassenkampf weiterentwickeln und selbst verändern. In seinem unerschütterlichen Internationalismus folgt Lenin den Begründern des Marxismus, Karl Marx und Friedrich Engels. Dieser sieht in seinen letzten Lebensjahren Ende des 19. Jahrhunderts die drohende Gefahr eines Weltkriegs zwischen den kapitalistischen Ländern nahen. Auf Konferenzen der von ihm mitbegründeten Zweiten Sozialistischen Internationale werden wiederholt einheitliche internationalistische Beschlüsse erkämpft. Alle Parteiführungen verpflichten sich, dafür einzutreten, dass kein Arbeiter auf seine Klassenbrüder in anderen Ländern schießen soll. Als aber 20 Jahre nach Engels Tod im August 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, verraten fast sämtliche dieser Führungen die Klassensolidarität. Sie verkommen zu Vaterlandsverteidigern und schließen Burgfrieden mit ihren jeweiligen kriegsführenden Herrschern. Das ist auch in Deutschland durch den Verrat der ehemals revolutionären Sozialdemokratischen Partei der Fall. Die Zweite Internationale kapituliert jämmerlich und Lenins Partei trennt sich von ihr. Entschlossen kämpft Lenin darum, die internationalistischen Kräfte aus den Parteien unter der Losung Krieg dem imperialistischen Kriege zusammenzuschließen. Zunächst folgen nur wenige. In den Schützengräben verbluten unterdessen Millionen von Soldaten. Die anfängliche Kriegsbegeisterung bricht zusammen. Die Entwicklung des mörderischen Kriegs und der Kapitulation der sozialdemokratischen Führer der Zweiten Internationale hat tiefere Ursachen. Lenin sucht nach deren Wurzeln in Gesellschaft und Klassenkampf. 1916 erarbeitet er im Schweizer Exil die Schrift »Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus«. Er analysiert den Imperialismus als eine neue, höchste Stufe des Kapitalismus und den Vorabend der proletarischen Revolution. Lenin qualifiziert die wesentlichen Voraussetzungen für seine Entwicklung. Es bilden sich Monopole, die eine beherrschende Stellung im Wirtschaftsleben einnehmen. Industrie- und Bankkapital verschmelzen zum herrschenden Finanzkapital. Der Kapitalexport nimmt gegenüber dem Warenexport eine beherrschende Stellung in der Ökonomie ein. Es beginnen sich internationale kapitalistische Monopolverbände zu entwickeln, die die Welt unter sich aufteilen. Die territoriale Aufteilung der Welt unter den imperialistischen Großmächten ist abgeschlossen. Lenin stellt fest, Imperialismus bedeutet nach innen Reaktion auf der ganzen Linie, nach außen Streben nach Weltmacht und Aggression. Er deckt auch die gesetzmäßige Wurzel imperialistischer Kriege auf. Die Ungleichmäßigkeit dieser Verteilung, die Ungleichmäßigkeit seiner Entwicklung. Das sind die Ergebnisse des modernen Kapitalismus im Weltmaßstab. Und diese Ergebnisse zeigen, dass auf einer solchen wirtschaftlichen Grundlage, solange das Privateigentum an den Produktionsmitteln besteht, imperialistische Kriege absolut unvermeidlich sind. Die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten gelten, solange der Imperialismus besteht. Doch seine Veränderungen müssen von den Marxisten-Leninisten beständig untersucht werden. Lenin bezeichnet den Imperialismus als faulenden und parasitären Kapitalismus. Das ist heute deutlicher denn je. Gleichzeitig hat sich mit dem Imperialismus die materielle Vorbereitung der Vereinigten Sozialistischen Staaten der Welt immer allseitiger herausgebildet. Dazu gehören auch die Kräfte zu seiner Überwindung. Ein internationales Industrieproletariat im Bündnis mit allen Unterdrückten der Welt. Unter der Bedingung der Neuorganisation der internationalen Produktion wird die sozialistische Revolution einen internationalen Charakter annehmen. Der Grundwiderspruch unserer Epoche,
zwischen Kapitalismus und Sozialismus drängt zu seiner Lösung. Lenin zieht revolutionäre Schlussfolgerungen aus seiner Analyse. Auf dem Boden des durch den Krieg hervorgerufenen Ruins in der ganzen Welt erwächst somit die weltweite revolutionäre Krise, die, welch lange und schwere Wandlungen sie auch durchmachen mag, nicht anders enden kann als mit der proletarischen Revolution. Lenin geht davon aus, dass sich eine erfolgreiche Revolution vom schwächsten Kettenglied Russland aus wie eine Kettenreaktion nach Westeuropa fortsetzt. Tatsächlich entfalten sich in vielen Ländern Westeuropas und Asiens revolutionäre Kämpfe, aber sie sind ohne klare Führung zersplittert und können im Blut erstickt werden. Die Novemberrevolution 1918 in Deutschland jagt den Kaiser davon. Sie beendet für Deutschland den Krieg und bringt demokratische Rechte wie das Frauenwahlrecht hervor. Die revolutionären Arbeiter haben aber erst begonnen, sich restlos vom schädlichen Einfluss der Klassenzusammenarbeit durch die SPD-Führer zu lösen. Die revolutionäre KPD wird erst zum Jahreswechsel 1918-19 gegründet und ist ideologisch, politisch und organisatorisch noch schwach. Die unter den klassenbewussten Arbeitern anerkannten revolutionären Führer der KPD, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, werden Anfang Januar 1919 von reaktionären Freikorps ermordet und die revolutionäre Erhebung niedergeschlagen. Helfershelfer der Konterrevolution ist die korrumpierte SPD-Führung, die sich zunächst unter Friedrich Ebert in der Regierung breitgemacht hat. Statt Sozialismus setzt sich der Kapitalismus in Deutschland durch. Lenin bleibt unerschütterlich und betont: Dieser erste Sieg ist noch nicht der endgültige Sieg. Und unsere Oktoberrevolution hat ihn nur unter beispiellosen Mühsalen und Schwierigkeiten, unter unerhörten Qualen, begleitet von größten Misserfolgen und Fehlern unsererseits davongetragen. Wir haben dieses Werk begonnen. Wann, in welcher Frist die Proletarier welcher Nation dieses Werk zu Ende führen werden, das ist unwesentlich. Wesentlich ist, dass das Eis gebrochen, dass Oktoberrevolution und internationale proletarische Revolution die Bahn frei gemacht, dass der Weg gewiesen ist. Auf Lenins Initiative wird im März 1919 eine neue kommunistische Internationale, genannt Komintern, gegründet. Sie organisiert die internationale Solidarität mit dem revolutionären Russland und die Unterstützung für den Aufbau neuer revolutionärer Arbeiterparteien. Die Oktoberrevolution wurde den kommunistischen und Arbeiterparteien der ganzen Welt zum Vorbild. Nach dem Sieg der Oktoberrevolution schließen sich die kapitalistischen Herrschenden, die bis dahin Rivalen im imperialistischen Krieg waren, zusammen. Sie wollen das erste sozialistische Land der Welt zerstören und die alten Ausbeuter wieder an die Macht bringen. Dazu verabreden die imperialistischen Mächte USA, Frankreich, England und Japan 1918 einen kriegerischen Überfall ohne jede Vorwarnung. Sie nutzen dabei die Tatsache, dass die proletarische Revolution zwar die bürgerliche Regierung gestürzt hat, weite Landesteile des Zarenreichs aber noch unter der Herrschaft feudaler Fürsten steht. Bis 1922 beteiligten sich 14 Staaten an diesem Verbrechen. Sie stützten sich auf sämtliche einheimische Reaktionäre, genannt die Weißen, und besetzten zeitweise große Teile des Landes. Der weiße Terror verursachte immense Zerstörungen, Hungersnot, Elend und Millionen Tote. Die Blutspur der antikommunistischen Terrorbanden. 4 Jahre tobt der Bürgerkrieg zur Sicherung des Sieges der Oktoberrevolution und Verteidigung der jungen Sowjetmacht gegen die imperialistische Einmischung. Wieder versteht es Lenin, eine Strategie und Taktik mit höchster Flexibilität und Weitsicht zu entwickeln. Bis in die fernsten Regionen des Landes kämpfen Männer und Frauen, Junge und Alte mit, die kein Zurück in alte Ausbeutungsverhältnisse wollen.
So wird der Bürgerkrieg zur Feuerprobe und schweißt die revolutionären Arbeiter, Bauern und Soldaten zu großartigen Leistungen zusammen. Die bürgerliche Geschichtsschreibung schiebt die Millionen Tote in diesem Verteidigungskrieg der leninschen Terrorherrschaft zu. Nach der infamen antikommunistischen Logik wäre es schließlich ohne die Oktoberrevolution nicht zum Interventionskrieg gekommen. So versucht sie zugleich, ihre blutige Konterrevolution zu rechtfertigen. Heroisch und unter großen Opfern erkämpfen die sowjetischen Massen den Sieg. Jetzt können sie den Aufbau des Sozialismus allseitig in Angriff nehmen. Gestützt auf die Erfahrungen der Pariser Kommune und das Rätesystem der Sowjets wird der Sieg des neuen Staatstypus der Diktatur des Proletariats gesichert. Jeder, der Aufgaben in Partei, Staat und Wirtschaft übernimmt, ist rechenschaftspflichtig und kann abgewählt werden. Mit delegierten Kongressen und breiten Debatten entsteht die umfassendste Demokratie für die Massen. Von Lenin stammt der berühmte Satz, dass die Köchin lernen muss, den Staat zu lenken. Schrittweise schließen sich insgesamt 16 Nationen mit rund 60 verschiedenen Völkerschaften auf freiwilliger Grundlage zur Union der Sowjetrepubliken, der Sowjetunion, zusammen. Grundlegende, damals in keinem kapitalistischen Land auch nur annähernd verwirklichte Arbeiterrechte wie der 8-Stunden-Tag werden eingeführt. Kampagnen zur Alphabetisierung und zum Aufbau des Gesundheitswesens dringen bis ins letzte Dorf vor. Die Elektrifizierung des ganzen Landes auf der Basis der Einheit von Mensch und Natur und Erschließung von natürlichen Energiequellen wird vorangetrieben. Der Kampf für die Befreiung der Frau gegen die Hinterlassenschaften der bürgerlichen und feudalen Familienpolitik und Moral wird fortgesetzt, besonders im Kampf gegen die Einflüsse der Kirche. Krieg und Bürgerkrieg haben die Wirtschaft fast völlig zerstört. Sie muss überhaupt erst wieder in Gang kommen. In einem beispiellosen Einsatz bauen die Arbeiter ihr Land wieder auf. Sie machen die junge Sowjetunion zu einer der produktivsten Volkswirtschaften der Welt. Dazu sind zeitweise mit Hilfe der Politik der neuen Ökonomie Kompromisse unumgänglich. Bauern werden Anreize geboten, mehr als für ihren unmittelbaren Bedarf zu produzieren. Kleinere kapitalistische Betriebe bekommen Spielräume. Lizenzen zum Rohstoffabbau werden auch an ausländische Konzerne vergeben. Die Diktatur des Proletariats garantiert, dass diese Zugeständnisse in Schach gehalten werden können und den Übergang zum sozialistischen Aufbau beschleunigen. Die Diktatur des Proletariats gibt den Massen eine nie dagewesene Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung. Sie sichert durch die Unterdrückung der kapitalistischen Ausbeuter, Kriegstreiber und Konterrevolutionäre Freiheit und Demokratie für die Massen. Im Programm der MLPD heißt es deshalb auf die Zukunft gerichtet: Die Arbeiterklasse muss nach dem Sturz des internationalen Finanzkapitals und der Eroberung der Staatsmacht in den einzelnen Ländern die Diktatur des Proletariats errichten und die Produktionsmittel in gemeinsames Eigentum des gesamten werktätigen Volkes überführen. Diese revolutionäre Umgestaltung kann nur durch die bewusste Massenaktion der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten erreicht werden und niemals durch bloße Verordnungen der Behörden der sozialistischen Gesellschaft. Innerhalb der KPdSU entbrennen Kämpfe um den weiteren Weg beim Aufbau des Sozialismus. Heftig ist die Konfrontation mit Leo Trotzki. Im revolutionären Aufschwung der Oktoberrevolution hat er sich dem Bolschewiki wieder angenähert und zeitweise wichtige Aufgaben übernommen. Aber vor der gewaltigen Herausforderung, mit dem Aufbau des Sozialismus in einem Land zu beginnen, kapituliert er. Er widersetzt sich dem für die Sicherung der Revolution unbedingt notwendigen Frieden von Brest-Litowsk. Feige schlägt er sich in die Büsche und arbeitet mit allen Mitteln gegen den Aufbau des Sozialismus in einem Land.
Demagogisch verdeckt er seine Kapitulation mit linken Phrasen seiner Konzeption der permanenten Revolution. Diese sollte, wenn überhaupt, erst einmal in entwickelteren Ländern stattfinden. Um den eigenen Verrat zu rechtfertigen, mutiert er zum glühenden Feind des sozialistischen Aufbaus. Seine Anhänger organisieren Sabotageaktionen und Morde im Land. Seine Hetze gegen Lenin und vor allem Stalin kennt keine Grenzen. Selbst vor einer Zusammenarbeit mit den Hitlerfaschisten macht er nicht Halt. Gegenüber den Massen, ganz besonders den Bauern, kennt er nur hochmütige Verachtung. Lenins Vertrauen in die Massen ist dagegen unerschütterlich. Er erkennt und fördert zukunftsweisende Initiativen unter den klassenbewussten Arbeitern und ganz besonders der Jugend. Beispielhaft ist dafür die Subotnik-Bewegung, zu der Lenin hervorhebt: Der Kommunismus beginnt dort, wo einfache Arbeiter in selbstloser Weise, harte Arbeit bewältigend, sich Sorgen machen um die Erhöhung der Arbeitsproduktivität. Die nicht den Arbeitenden persönlich und nicht den ihnen Nahestehenden zugutekommen, sondern den Fernstehenden, das heißt der ganzen Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, den Dutzenden und Hunderten Millionen von Menschen, die zunächst in einem sozialistischen Staat vereinigt sind und später in einem Bund von Sowjetrepubliken vereinigt sein werden. Die junge sozialistische Sowjetunion entwickelt eine enorme Anziehungskraft als alternatives Gesellschaftsmodell ihrer Zeit. Die Begeisterung erfasst Künstler, Schriftsteller, Wissenschaftler, Techniker und Ingenieure und nicht zuletzt Arbeiterinnen und Arbeiter rund um den Globus. Architektenteams unter dem deutschen Architekten Ernst May und dem Amerikaner John Scott entwickeln die Pläne der gigantischen Stahlstadt Magnitogorsk. Die Österreicherin Margarete Schütte-Nihotzky baut lichtdurchflutete Kindergärten und Arbeiterclubs. Internationale Künstler gestalten die Moskauer U-Bahn. Junge Facharbeiter aus aller Herren Länder helfen beim Aufbau des ersten sozialistischen Landes der Welt. Einer von ihnen ist 1928 Willy Dickhuth. Lenin hat den Marxismus in allen grundlegenden Seiten der politischen Ökonomie, der Philosophie und der Lehre vom Klassenkampf auf eine neue Stufe gehoben. Sein engster Kampfgefährte und Nachfolger in der Führung der Kommunistischen Partei, Josef Stalin, prägt für Lenins Beitrag zum wissenschaftlichen Sozialismus den Begriff Leninismus. Lenin ist ein Klassiker des Marxismus-Leninismus. Stolz führt die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, die MLPD, ihn in ihrem Namen. Das Geheimnis für seine gigantische Leistung liegt in der vollkommenen Beherrschung der dialektisch-materialistischen Methode. Ihr Wesensmerkmal ist die grundlegende Einheit von Theorie und Praxis. Zeitzeugen, die Lenin auf Massenkundgebungen reden hören, betonen, wie sich das auf seine bestechende Logik und das Einfühlungsvermögen in die Zuhörer auswirkt. Marx und Engels begründen den dialektischen Materialismus als Theorie und Methode. Der Materialismus muss mit jeder epochemachenden Erkenntnis auch seine Form ändern, hat Friedrich Engels gefordert. Das leistet Lenin. Er plant ein umfassendes Buch zur Dialektik, das er aufgrund vorrangiger Aufgaben nicht vollenden kann. Mit dem kritischen Studium der idealistischen Dialektik von Hegel entwirft er 1914 die Skizze für eine Gliederung für sein geplantes Werk. Er nennt diese Gliederungsskizze Bestimmungen der Dialektik. Mao Zedong arbeitet damit systematisch, unter anderem bei seiner Ausarbeitung von Vorlesungen für die Rote Armee über die Praxis und über den Widerspruch. Willy Dickhuth erkennt die Bedeutung der Bestimmungen. Lenins Elemente der Dialektik sind hervorragend geeignet, das Wesen des Marxismus-Leninismus begreiflich zu machen und geben eine beispielhafte Anleitung, den Marxismus-Leninismus auf die heutige Zeit anzuwenden und weiterzuentwickeln.
Die MLPD macht die bewusste Anwendung der dialektischen Methode zur grundlegenden Methode der ideologisch-politischen und praktischen Arbeit der Partei. Sie verallgemeinert die theoretischen und praktischen Erfahrungen damit in den 1990er Jahren zur Lehre von der Denkweise und baut ein Ausbildungssystem zu ihrer bewussten Anwendung auf. Der enge Mitarbeiter Lenins, Jularin, schildert anschaulich, wie bei Lenin die dialektische Methode in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das zeigt sich nicht zuletzt im Umgang mit Genossen, Arbeiterinnen und Arbeitern, die nach der Oktoberrevolution tagtäglich um Rat und Hilfe bei ihm anfragten. Man hat sich bei uns zuweilen gewundert, dass Lenin so außerordentlich viel Zeit und Kräfte, zuweilen einen großen Teil des Tages, den zahllosen kleinen laufenden Alltagsangelegenheiten widmete. Der Nudelsuppe, wie er sich ausdrückte. Jeder, der auf diese Weise mit einer einzelnen, oftmals sehr winzigen Frage zu ihm kam, war, wenn er fortging, um die Fähigkeit bereichert, die Sache richtig in Angriff zu nehmen. Er lehrte ihn, an eine Tatsache von der Lebensrealität aus heranzutreten. Das heißt, die Dinge an den wichtigsten Knotenpunkten ihrer Verbindung mit den anderen Erscheinungen in Angriff zu nehmen, ohne den Gedanken nach allen Seiten schweifen zu lassen und über Einzelheiten das Wichtigste zu übersehen. Er lehrte ihn in der geringsten Kleinigkeit das Typische erkennen. Er lehrte ihn Nüchternheit, die sich nicht hinreißen lässt, ohne Prinzipienlosigkeit kühlen Verstand mit einem glühenden Herzen verbinden, durch den Charakter der Arbeit selbst und ohne jede Äußerlichkeit glühende Leidenschaft in die Sache hineinlegen. Lenin ist ein hochgebildeter Intellektueller. Er liebt klassische Musik, pflegt einen regen und kritischen Austausch mit Künstlern und Schriftstellern wie Maxim Gorki. Zugleich verschmilzt er vollständig mit den einfachen Arbeitern und Bauern, hört ihnen zu, versteht ihre Lebens- und Denkweise. So wie er ihnen auf Augenhöhe tiefes Vertrauen entgegenbringt, so sehen sie ihren Iljitsch, wie sie ihn nennen, als einen der ihren. Lenin ist ein Teamworker und hat enge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wie Stalin, Sverdlov, Kalinin, Krupskaja, Gaganowitsch, Molotow und andere, mit denen er sich ständig kritisch und selbstkritisch berät, wie zahllose Briefe zeigen. Mit Stalin verbindet ihn ein enges Vertrauensverhältnis. Er vertraut ihm weitreichende operative Aufgaben an, vor allem im Bürgerkrieg und in der komplizierten Nationalitätenpolitik. Zeitzeugen betonen, mit welcher Härte und Unversöhnlichkeit sich Lenin gegenüber Feinden der Arbeiterklasse positioniert. Aber er kennt auch keine Scheu vor Selbstkritik und setzt großes Vertrauen auch in Genossen, die Fehler machten. Einen Fehler offen zugeben, seine Ursachen aufdecken, die Umstände, die ihn hervorgerufen haben, analysieren, die Mittel zur Behebung des Fehlers sorgfältig prüfen. Das ist das Merkmal einer ernsten Partei. Das heißt Erfüllung ihrer Pflichten, das heißt Erziehung und Schulung der Klasse und dann auch der Masse. Clara Zetkin, die eine jahrelange, durchaus streitbare Freundschaft mit Lenin pflegte, schildert seine Lebensweise in den 1920er Jahren. Seine Privatwohnung war von äußerster Einfachheit und Anspruchslosigkeit. Ich bin in mehr als einer Arbeiterwohnung gewesen, die weit reicher ausgestattet war als das Heim des allmächtigen Moskowiter Diktators. Ich fand Frau und Schwester Lenins beim Abendbrot, das zu teilen ich sofort herzlich eingeladen wurde. Es war einfach, wie das die Schwere der Zeit erforderte. Später musste die Schwester nachsehen, ob nicht etwas Süßes da sei, und sie entdeckte glücklich ein kleines Gläschen mit eingemachten Beeren. Es war bekannt, dass die Bauern ihren Iljitsch mit reichlichen Sendungen von weißem Mehl, Speck, Eiern, Obst und so weiter bedachten. Aber man wusste auch, dass nichts davon in Lenins Haushaltung blieb. Alles wanderte in die Krankenhäuser und Kinderheime. Die Familie Lenins hielt streng an dem Grundsatz fest, nicht besser zu leben als die anderen, das heißt die schaffenden Massen. Musik
Im August 1918 verübt eine Anarchistin ein Attentat auf Lenin. Er wird von zwei Kugeln in Schulter und Hals getroffen. Davon kann er sich nie vollständig erholen. Mehrere Schlaganfälle lähmen seine Arbeitskraft. Trotzdem hinterlässt er in den letzten Lebensmonaten noch visionäre Impulse und kritische Anmerkungen für den sozialistischen Aufbau. Nicht zuletzt warnten seine letzten Werke vor einem Verrat am Sozialismus von innen heraus, wie die 1923 erschienene Schrift »Wie wir die Arbeiter- und Bauerninspektion reorganisieren sollen«. Am 21. Januar 1924 stirbt Lenin, gerade einmal 53 Jahre alt. Wer sich mit der Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Befreiungskämpfe befasst, kommt an Lenin nicht vorbei. Im 100. Jahr der Oktoberrevolution rückt seine prägende Persönlichkeit in die Schlagzeilen. Auch manche bürgerlichen Journalisten, Historiker und Politiker können Lenin einen gewissen Respekt nicht versagen. So, wenn der Stern ihn als unumstrittenen Strategen und Mann, ohne den diese Revolution wohl nie so erfolgreich ausgegangen wäre, anerkennen muss. Aber dominierend sind Hetzpamphlete, wie in einem Samstagsessay der Süddeutschen Zeitung, wo es heißt: Was mit einem Putsch begann, führte in eine der blutigsten Tyranneien der Geschichte, weckte riesige, vergebliche Hoffnungen. Tyrannei, das ist das Zarenregime. Tyrannei, das ist der Interventionskrieg der imperialistischen Mächte unmittelbar nach der Oktoberrevolution. Auf die Spitze getrieben hat die Tyrannei der Hitlerfaschismus mit seinem Überfall auf die Sowjetunion, der zig Millionen Tote fordert. Diese Tyrannei konnte nur durch die breiten Massen beendet werden, die aus tiefster Überzeugung den von Lenin vorgezeichneten Weg zu gehen bereit waren. Willi Dickhut unterstreicht: Wir können die Bedeutung von Lenin nicht hoch genug einschätzen. Übrigens, was ist ein Genie? Höchster Grad schöpferischer Begabung. Das kann man doch wohl von Lenin sagen. Wer das Gegenteil behauptet, kennt Lenin nicht und unterschätzt die gewaltige Bedeutung des Leninismus für den Kampf der Arbeiterklasse.